1, 2. Hört ihr mich? Salzburg, könnt ihr mich hören? Also eine Entschuldigung dafür, dass es heute ein bisschen gedauert hat mit der Technik, aber ihr seht, wir sind dabei. Und der Gottfried, wir sitzen ganz vor euch mit dem grauen Shirt, macht alles, dass das heute so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Brücke setzt uns doch vor einige Voraus. Da müssen wir doch uns ein bisschen anstrengen, dass wir das so hinbekommen. Es ist keine Bühne, wie wir sie sonst kennen, aber wir sind alle, dass wir das so umsetzen können, wie es einfach gehört. Für mich ist eine besondere Ehre, hier zu sein. Ich habe lange in Freilassing gewohnt und bin aber gebürtiger Salzburger und wohne mittlerweile wieder in Salzburg. Und heute mit beiden Ländern sprechen zu können, das ist eine ganz tolle Geschichte, hätte ich mir nie gedacht, dass es mal so wird. Bezüglich der Veranstaltung selbst. Wir sind bedingungslos friedlich. Also jeder, der sich nicht friedlich verhält, schließt sich von dieser Veranstaltung automatisch aus. Da bitten wir um euer Verständnis. Aber wir signalisieren Liebe, wir leben Liebe und Frieden und was anderes kommt für uns nicht in Frage. Dann, was ist auf der Demonstration verboten? Das ist immer so und bei jeder Veranstaltung gleich. Bitte keine Wurfgeschosse. Offenes Licht und Feuerwehr, gerade bei dieser Menge bitte gefährlich. Feuerwerkskörper, bengalische Feuer, ja, das bitte weglassen. Und ihr kennt ja das Covid-Maßnahmenpaket und da würde ich jetzt normalerweise irgendwas runterbeten. Das kennt ihr bei anderen Veranstaltungen, normal macht das halt dann der Moderator so, betet runter, was da steht. Leute, das mache ich halt nicht. Nein, ich habe wirklich eine Bitte, dass ihr Masken trägt, sondern ihr habt wirklich die Bitte, dass ihr die Dinge einhältst, die da stehen. Und ich habe einen Grund dafür. Und das haben wir uns im Orga-Team taktisch überlegt. Warum werden denn so Demonstrationen abgesagt wie heute? Weil es heißt, wir tragen diese Dinge nicht. Weil es heißt, wir machen diese Dinge nicht. Und ich möchte dem Nehammer keinen Grund nicht geben, zu sagen, er kann uns auflösen oder einfach andere Veranstaltungen nicht mehr zulassen. Die Polizei hier in Salzburg hat was ganz Besonderes gemacht. Die haben uns nämlich einen Vertrauensvorschuss geschenkt. Die haben gesagt, ihr habt es im Griff. Wir haben in Salzburg mehrere Veranstaltungen gemacht. Da hat es tadellos funktioniert. Und ich bitte euch aus taktischen Gründen, heute, soweit es geht, die Abstände ein und bitte, bitte, bitte tragt die Maske. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Es ist mir ein Herzenswunsch. Und wenn es mit der Maske nicht schafft, tragt einen Schal, tragt irgendeine Abdeckung zwischen Mund und Nase. Wir haben mit der Polizei gesprochen, das ist in Ordnung. Und ja, aus taktischen Gründen macht es wirklich Sinn. Was die Redner betrifft, bitte nur um ein bisschen Zeit. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit, weil wir wollen auch, dass uns ja die Deutschen hören. Und da sind wir noch nicht so weit. Also ein bisschen Geduld noch. Wir werden bald so weit sein und dann starten die ersten Redner. Ich freue mich drauf. Und ja, dann gehen wir los. Vielleicht darf ich schon mal jemanden übergeben. Gänzen, BGL wacht auf. Ganz eine tolle Geschichte. Mitmoderator Heidi, bitte mal einen ganz großen Applaus. Er kann leider zu seinen deutschen Leuten nicht sprechen, aber zumindest schon mal zu euch. Also, wir haben es wieder mal mehr im Griff, gell? Das muss man auch dazu sagen, die Österreicher sind wieder mal vorn. Aber darum soll es heute nicht gehen. Bitteschön. Grüß euch, Österreich! Ja, liebe Nachbarn, jetzt ist es soweit. Wir werden in Kürze starten, unsere Technik spielt noch ein bisschen nicht so, wie wir das wollen. Ich bin selbst ein Österreicher und wohne in Freilassing und lebe in Freilassing. Und ich freue mich wirklich, dass heute alle so zahlreich erschienen seid. Auch in meinem Interesse und in unserem Interesse bitte ich auch euch, der Polizei und den Ordnungskräften Folge zu leisten und die Maskenpflicht natürlich so weit wie möglich einhalten und die Abstandsregelung auch. Das wäre bitte sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja vielleicht noch eine weitere Veranstaltung machen und wenn das nicht hinhaut, dann werden wir das wahrscheinlich nicht mehr durchführen können. Ja, wie gesagt, in Kürze starten wir mit unseren deutschen Nachbarn und sind ein bisschen weit auseinander. Eigentlich wollten wir das anders, damit wir euch sehen. So, ja, wir schlagen Brücken, das stimmt, ja. Ich übergebe jetzt einmal an den Merlin. Und ja, Merlin, Dankeschön, dabei mal. Grüß euch, Tim. Das war der liebe Max, geboren in Österreich, lebt aber inzwischen auf der Freilassinger Seite. Organisiert die Gruppe BGL steht auf, mit dem wir heute zusammen die Veranstaltung organisieren.
Wir haben noch etwas technische Probleme. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle hergekommen seid, um gemeinsam ein Zeichen für Frieden, für Freiheit und für die Wahrung unserer Verfassung zu setzen. Ja. Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Fuß weg! Kurz Fuß weg! So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zwischenprogramm. Der Martin wird jetzt ein paar Worte an euch richten. Hallo, Freilassing, grüß euch! Liebe Österreicher, liebe Salzburger! Die Mutter ist da. Letzte Mal hat hoher Polizeibeamter entschieden, dass er mich aus dem Spiel nimmt, ganz am Schluss, nachdem ich mich vorher ein paar auch schützend vor den Polizisten gestellt habe, wie sie zum Beispiel in der Maria-Therese-Straße ein bisschen unter Druck gekommen sind, und jetzt wirft man mir was vor, was ich selbst nicht machen würde und was keiner von euch macht: Widerstand gegen Staatsgewalt. Gegen die Staatsgewalt gibt es keinen Widerstand. Aber was es Widerstand gibt, ist gegen diese korrupte Regierung. Ja. Und dieser Widerstand, dieser friedliche, laute und starke Widerstand, der wird immer stärker. Schauen wir uns an, was am 31.01. in Wien passiert ist. Ein Innenminister, der meiner Ansicht nach weit weg von dem, was der sogenannte Verfassungsbogen hergibt, einfach Versammlungen, die gegen ihn geplant sind und gegen seine Regierung geplant sind, verbietet, hat diese Versammlungen verboten, und was hat er bekommen? Leider ein Riesenchaos. Und ich sage Ihnen, ich habe mit einem hohen Offizier dieser Polizei in Wien verhandelt und gesagt: Sagt euren Einsatzstab, wir wollen ab jetzt alle Gruppen zusammenführen und wollen geordnet, so wie es seit 7 Monaten davor ist, durch Wien gehen und wollen das machen, was man jeder machen will, nämlich friedlich, lautstark durchgehen. Und dann hat dieser Herr, ich weiß nicht genau, wie hoch jetzt sein Rang ist, ja, aber der war schon höher, also der hat diese goldenen Dinger oben gehabt, hat nachgefragt, hat gesagt, ja, er hat wirklich eingesetzt, er hat gesagt, so und so wird das ausschauen, und man hat von oben gesagt, wollen wir nicht. Das heißt, und das ist der ganz klare Vorwurf, der Nehammer hat einen geordneten Ablauf am 31.01. offensichtlich und augenscheinlich nicht erlaubt. Der ist dafür schuld, was am 31. passiert ist. Und das habe nicht nur ich so erlebt, das haben auch andere erlebt, und andere haben das Gleiche nachgefragt, und immer hat es geheißen: Nein, wir wollen keinen geordneten Umzug, wir wollen keine geordnete Versammlung. Und das ist es, was uns allen zu denken geben muss, weil das heißt ja, dass diese Regierung nicht an den geordneten Verhältnissen interessiert ist, sondern lieber viele tausende Menschen in Wien umlaufen hat. Und da muss man sich fragen, wenn das so da voll ist, muss man sich fragen, ob das nicht auch unter Umständen in eine Richtung geht, die augenscheinlich auch eine gewisse Gefährdung darstellt, und ob der nicht wirklich was falsch gemacht hat und vielleicht nach seinem Posten in der Regierung einmal vor Gericht zu landen hat. Und diese Frage ist ja nicht nur eine Frage, die den Nehammer trifft. Schauen wir uns den Angstschober an, der alle möglichen bösartigen Sachen mit unseren Kindern und unseren Alten aufführt, ja, der massiv viel Angst gemacht hat, wie bezüglich Kinder, Alte, meine Oma, ich könnte meine Oma anstecken, was da für Trauerspiele waren. Auch diese Menschen haben eine Verantwortung. Wer so viel Angst und Panik in der Bevölkerung schürt, der ist jetzt vielleicht als Bundeskanzler noch geschützt. Aber wenn er das bald in wenigen Wochen oder wenigen Monaten nicht mehr ist, dann gehört auch das vor Gericht überprüft, ob das richtig war, was da gemacht ist oder nicht. Oder was sagt ihr? Kurz Fuß weg! Kurz Fuß weg!
Und natürlich muss dieser maximal schlecht begabte Schulsprecher, aber sicher massiv unterqualifizierte Bundeskanzler weg. Aber nicht nur er. Schauen wir uns diese Regierung an. Der Innenminister ist ein Rhetoriktrainer. Ja? Der hat so viel Ahnung von Polizeieinsätzen, wie wenn man einen Fleischer als Gehirnchirurg einsetzt. Oder? Ist doch so. Der Volksschullehrer wird als Gesundheitsminister eingesetzt. Ja, was soll denn das? Das ist unsere Kasperl-Regierung. Das ist die Kasperl-Regierung, die wir nicht haben wollen. Das sind Menschen, die unser Volk und unseren Staat nicht anführen sollen. Die können arbeiten, gerne als Trainer oder gerne als Lehrer, aber nicht als Innenminister und sicher nicht als Gesundheitsminister und schon gar nicht als Bundeskanzler. Regierung muss weg! Also ich gebe kurz unserer deutschen Kollegin das Wort, das heißt, das wird drüben auch übertragen und du machst eine Durchsage für unsere Freunde auf der anderen Seite. Ja, wir haben genau das gleiche wie auch und deswegen bitte unsere lieben Deutschen und Bayern, schaut mal, dass ihr ein bisschen auseinander geht. Die Strecke nach hinten ist ewig weit, also wir haben genügend Platz und schaut entweder einen Schal oder irgendwas, was um den Mund, wenn ihr keine sozusagen einen Attest habt, befreit seid. Das einfach wirklich einfach rumtun, damit wir auch da dem einzelnen Auflagen gerecht werden. Und bitte macht es einfach, schaut, dass ihr einfach so ein bisschen euch dreht, den anderen nicht mit euren Händen sozusagen einen Schubser gibt und einfach auseinander. Und wir fangen dann auch gleich an und ich gebe mal wieder weiter an allen, der beide Seiten in sich trägt. Ja, da hat die liebe Alexandra recht. Ich bin ja gebürtiger Münchner. Lebe inzwischen in Salzburg, meine Wahlheimat, und bin deswegen auch sehr froh und sehr stolz, dass wir heute diese Aktion hier auf die Beine stellen konnten, um zu zeigen, dass wir hier alle zusammenstehen, egal auf welcher Seite der Grenze, und um auch ein Augenmerk darauf zu richten, wie schädlich diese Grenzschließung und diese Zwangstests für Grenzübergänge für die Wirtschaft hier vor Ort ist. Wir haben auch Betroffene heute, die reden werden, genau zu diesem Thema. Bravo! Ja, wir sollten es gleich haben. Ich denke, wir können gleich beginnen. Macht mal noch ein bisschen Lärm auf beiden Seiten, wenn ihr euch hört. Deswegen rufen wir doch lieber Friede, Freiheit, Souveränität. Denn das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen einen souveränen Staat, in dem die Menschen mitentscheiden dürfen und nicht nur gegen ihre Köpfe entschieden wird. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Wir sind das Volk!
Name, Hoffnung, Liebe! Wir sind hier! Wir sind laut! Wer von euch war denn letztes Wochenende in Wien? Lass mal lernen, bitte! Was für ein fantastischer Tag, oder ihr Lieben? Man hat versucht, Volk die Stimme zu nehmen. Man hat versucht, die angemeldeten Versammlungen zu untersagen. Doch wir sind trotzdem gekommen. Und wir waren da, wir waren laut und wir waren friedlich. Wir sind hier, wir sind laut. Einmal aus dem Wald laut. Wir sind hier, wir sind laut. An diesem Punkt möchte ich sagen, nächstes Wochenende, 13.02. wieder. Versammlung am Wiener Ring, Treffpunkt ab 13 Uhr, Maria-Theresien-Platz. Okay, wir müssen die Frage für die bayerische Seite noch einmal machen, denn sie waren vorhin noch nicht online, es gab noch ein technisches Problem. Jetzt sind beide Seiten vernetzt miteinander. Die liebe Alexandra wird es jetzt nochmal durchsagen. Ich glaube, der Max sagt es viel besser. So. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Hallo? Merkel muss weg! So, Merkel liebe muss weg! Freunde, wir brauchen bitte den Mindestabstand von 1,5 Meter und Maske. Geht's noch immer nicht? Das ist echt der Wahnsinn. Entschuldigung. Alle guten Dinge sind drei, also wir machen gleich nochmal weiter. Die Österreicher, die Betten. nee, wir machen das dann, wenn alle beide, also alles gut. Aber ich finde es fantastisch, dass wir als Deutsche und als Österreicher gemeinsam hier die Brücke, wenn sie momentan noch leer ist, aber sie wird sich füllen und die Freiheit wird siegen. So. Jetzt probieren wir es noch einmal, dieses Mal. Liebe Freunde, liebe Gäste aus Freilassing, aus Deutschland, bitte schön, die Durchsage. Ihr müsst 1,5 Meter brauchen wir dringend, ebenso wie die Maske auch einzuhalten. Wir möchten dem Landratsamt und der Partei ihre Forderungen nachkommen und uns abhängig benehmen. Ebenso möchte ich darauf hinweisen, dass wir keinerlei politische Veranstaltung hier sind. Das heißt, jemand, der was meint, er möchte hier seine politische Meinung äußern, ist nicht sehr willkommen. Wir werden da mit unseren Ordnern und der Polizei durchgehen und für Ruhe und Ordnung sorgen. Ich hoffe, wir werden das alles friedlich heute hinbekommen und auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr schon mal da seid. Wir werden demnächst mit großartigen Rednern weiterfahren. Grüß euch, ihr Lieben. Wir haben jetzt endlich Verbindung auf beide Seiten. Grüß euch, Bayern. Grüß euch, Salzburg. Wir können jetzt beginnen. Test. Ja, jetzt kommt der zweite Saft. So, jetzt sollten wir die Mikroprobleme auch gelöst haben. Ich hoffe, wir können jetzt mal endlich starten. So, ihr Lieben, wie schon der Max gerade gesagt hat, wir sind keine parteigebundene Bewegung. Wir sind zwar schon politisch engagiert aus der Notlage heraus, aber was wir vor allem sind eine Bürgerbewegung. Wir sind Vertreter des breiten Spektrums des Volkes. Wir sind alle gemeinsam hier, um ein Zeichen zu setzen für Verbundenheit, für Frieden und für unsere von Gott gegebenen Menschenrechte. Du bist unser symbolischer Zebrastreifen für die Grenzgänger. Schwarz-Weiß-Denken der Politik.
So kann man es auch sagen. So, die gängen eh schon, haben wir es auch schon. Und so, ihr Lieben, so, ihr Österreicher, du warst ja letztes Wochenende mit uns in Wien. Wir haben ein Riesenzeichen für die Freiheit und für den Frieden gesetzt. Ich bin sehr froh und ich bin sehr stolz auf jeden von euch, der mit uns dabei war, und möchte einmal Danke sagen an jeden Einzelnen, der uns unterstützt hat, der für unsere Freiheit mit auf die Straße gegangen ist. Wir haben zwei Wochen vor dem letzten Wochenende den Hoffnungsfunken für Europa entzündet in Wien. Letztes Wochenende haben wir die Hoffnungsflamme entflammt und wir tragen sie heute zurück nach Deutschland, auf dass auch die Deutschen in Zukunft wieder geschlossen für ihre Freiheit und für ihre Rechte auf die Straße gehen können. Denn wir sind eine Menschheitsfamilie, egal auf welcher Seite der Grenzen. Diese Grenzen sind künstlich gezogen. Wir stehen alle gemeinsam, deswegen stehen wir heute auf dieser Brücke, um Brücken zu bauen, um füreinander da zu sein und um ein Zeichen für die Solidarität zu setzen. Oh, 100 Meter Reichweite haben wir noch nicht, aber wir werden sie bald haben. Wir werden über ganz Österreich rufen, dass sie endlich aufwachen, dass dieses Corona eine Farce ist, eine Willkür. Wir sind das Volk, wir sind frei, wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir sind eine große Menschenfamilie. Wir lieben zusammenstehen als Einheit. Egal, Mann. Und mit euch verbinden. Schau mal kurz damit raus. So, die Reichweite geht jetzt mittlerweile so weit, dass ich einen deutschen Sprecher an das Mikrofon holen kann. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle hergekommen seid. Für die österreichische Seite muss ich jetzt noch eine kleine Sache sagen, etwas fragen. Der österreichweiten Orga-Gruppe, die entstanden ist Anfang dieses Jahres, die mitgeholfen hat bei den letzten zwei Großdemos in Wien, sind einige Kosten entstanden. Allein dem lieben Gottfried, nachdem er geholfen hat, am Sonntag, dass wir alle auf dem Ring ringen können, wurde die Anlage beschlagnahmt und auch zuerst das Auto. Wir bitten um ein wenig Spende vielleicht, wenn das möglich ist. Nur was derjenige kann, keinem soll es wehtun. Am Infostand in der Mitte könnt ihr was abgeben. Ich danke euch. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und wir haben eine ganz wichtige Botschaft in Österreich, die zurzeit durch die Bewegung geht. Und das ist der Slogan: Kurz muss weg! 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 Und wenn in Österreich Kurz weg muss, dann muss in Deutschland natürlich auch Merkel weg. Also rufen wir auch: Merkel muss weg! 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 Und natürlich in Bayern den lieben Herrn Söder nicht vergessen. Also auch Söder muss weg! 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 Lasst diese Rufe nach Rücktritt durch die Republik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland schallen. Wir bringen euch heute die Hoffnung. Der Hoffnungsfunke aus Wien wird heute nach Deutschland getragen. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr gekommen seid.